Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seht den Karton. Heute ist wieder Auspackzeit und heute machen wir es wieder ein bisschen spannend. Ich lasse euch wieder ein wenig raten, aber bevor es losgeht, möchte ich mich noch bei einem Fan von mir bedanken. Und zwar ist das Supreme Ghost. Supreme Ghost hat mir nämlich hier den Karton bzw. den Inhalt hier für ein Review zur Verfügung gestellt. Super, super, super herzlichen Dank, denn das, was hier drin ist, das wollte ich damals schon selber haben und kaufen. Hab's dann aber nicht mehr bekommen, weil das hier ist die Steel Version, die Stahl-Variante. Die ist jetzt, doch, zurzeit gibt es die wieder zu kaufen, glaube ich, bei Kotte und Zeller, aber zu einem Hammerpreis in diese Richtung, wo ich echt noch überlegen muss, ob ich es mache oder nicht. Ich denke mal, das entscheidet jetzt hier der Ausgang von diesem Review. Ja, wollen wir anfangen? Soll ich es auspacken? Ich denke, wir fangen an. Und zwar als erster Tipp, es ist eine Gas Blowback. Das freut schon mal den Bruce und wahrscheinlich auch alle anderen. Nach den ganzen Elektro-Tackern ist es ja echt mal Zeit, dass hier mal wieder was Gasiges kommt. Ja, wie gesagt, Gas Blowback. Das Ganze hier nur semi-automatisch, eigentlich auch normal, weil wir befinden uns hier in Deutschland. Kann man also kein Full-Auto erwarten. Aber die Originale schießt auch nur semi-only. Also geht es schon in so eine Richtung, ja, ich würde sagen, Scharfschützengewehr. Genau, hier ist ein Scharfschützengewehr. Und zwar halbautomatisch. Und als nächster Tipp ist es das russische Pendant zum HK-PSG-1. Auch so von der Jahreszahl fast entsprechend. Wie hat er denn das hier zusammengebaut? Ah, hier. Also PSG-1 und die russische Antwort befindet sich hier drin. Und für mich bekannt geworden, oder wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe, war ein Film aus den 80ern, der heißt Sniper mit Tom Berenger. Da kommt diese russische Version vor und auch das Heckler & Koch PSG-1. Und beide Gewehre haben es mir damals total angetan, so dass ich gedacht habe, irgendwann mal muss ich es haben. Ich habe die Variante, die ich jetzt hier auspacke, die habe ich bereits, aber nur als elektrische. Aber wie hat er denn das hier zusammengepackt? Ach, das ist ja wirklich... oder? Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe sie als elektrische und als Gas Blowback wollte ich sie schon mal haben. Als elektrische ist es auch eine absolute Premium-Version, die ich habe. Ich sage nur von der Firma Real Smart habe ich die. Und das ist hier von der Firma WE. Ich hoffe, ihr wisst jetzt schon so langsam Bescheid, was es ist. Ja, die Länge ist jetzt so ein bisschen Schummelei von dem Karton, weil Supreme Ghost hat die Airsoft auseinanderbauen müssen, weil er keinen passenden Karton hatte. Daher es ist alles ein bisschen kleiner. So, jetzt geht's los. Zeitungen. Da haben wir schon mal, oh, schwer. Der erste Teil packe ich mal hier hin. Und dann haben wir hier den zweiten Teil. So. Ich glaube, ich habe es ja mal noch nicht gesagt, was es ist. Ich denke mal, ich zeige euch da mal was rein. Und so, setze ich mich erstmal hin. Ich zeige euch jetzt mal erstmal das. Und wenn ihr das seht, dann dürfte es klar sein. Ich schneide es mal vorsichtig auseinander. Ja. So. Wenn ihr das seht, dann dürfte eigentlich alles klar sein. Ich zeige euch den Schaft hier. Na, wo könnte denn der Schaft zupassen? Richtig. Ich zeige euch heute von WE die Dragunov SVD Scharfschützengewehr, halbautomatisch, der absolute Klassiker. Und das, wie gesagt, in der Stahlversion mit einem Stahl-Body, Holzschaft und Gas-Blowback und einem Mords-Mords-Kick, so wie ich das schon mal gesehen habe in anderen Reviews. So, jetzt wollen wir mal sehen, was hier so alles noch dabei ist. Achso, da hat er mir hier noch ein Magazin dazu, auch aus Stahl, einer Bibi-Schnelllader,
Und dann dürfte der Rest hier der Rest sein. So, mal gucken. Ah, schön schwer, so sieht's aus. Oh, jetzt fehlt hier, glaube ich, noch ein, der Mündungsfeuerdämpfer. Das wird der hier gut sein. Ja, hier ist auch noch was drin. Das wird der Mündungsfeuerdämpfer sein. Genau. Da ist er. So, jetzt versuche ich mal, das hier für euch zusammenzubauen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ansonsten mache ich einen kleinen Cut und dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich das hier zusammengebaut habe. Aber das scheint ja jetzt mal schon mal einfach zu sein. Ja. Mündungsfeuerdämpferrand. So, und hier muss man das wahrscheinlich irgendwie zusammenpriemeln. Lass mal gucken. Ich denke mal, da muss man das erstmal hier auseinandernehmen. Da gab es einen Trick. Genau, jetzt kann ich das abmachen. Ich brauche einen Schraubenzieher, Ja, genau. Alles klar. Das geht so. Sechskantschlüssel. Den habe ich natürlich nicht da. Gucken, habe ich hier nicht noch so ein. Genau, ein paar Schlüssel noch da. So, haben wir es geschafft. Hat ein bisschen länger gedauert. Wie gesagt, wenn man keine Anleitung hat, dann sollte man eigentlich sowas nicht zusammenbauen. Aber ich habe es geschafft. Also, gucken, keine Bibi drin. Den Lauf gucken. Auch alles klar. Dann kann man das Ding hier mal reinsetzen. Der liebe Supreme Ghost hat mir dieses gute Schmuckstück hier zur Verfügung gestellt. Das Besondere halt, das hier ist die Vollstahl-Variante. Das merkt man auch hier an dem Gewicht, richtig ordentlich. Und alles schön Echtholz. Das Einzige, was hier ist, hier diese Lederauflage, die ist hier leider aus Kunststoff. Aber da könnte man sich, wenn man die Chance hat, bei Egan auch die Original-Lederauflage besorgen. Ansonsten ist das hier ein absolutes, wahres Schmuckstück. Demnächst dann bei mir im Review. Ich werde mal sehen, ob hier noch ein bisschen Gas drin ist, ob man hier auch mal den Kick spüren kann. Oh! Mega mäßiger Kick. Zieht euch das rein. Oh! Oh. Irre! Richtig hardcore. Ich denke mal, ich werde hier viel Freude damit haben. Und ja, das war hier mein unprofessionelles Auspackvideo von der WESVD. Danke an Supreme Ghost, dass ich das hier haben kann für ein Review. Und ich denke mal, ich bin jetzt schon so begeistert, dass ich wahrscheinlich mit dir jetzt gleich irgendwie mal dealen muss, dass ich das hier behalten kann. Richtig, richtig schön. Okay. Das machen wir aber später. Das war's von mir. Bruce und die SVD sind raus. Macht's gut.